Hallo, zur Abwechslung möchte ich mal ein Video aus dem Wunderland kommentieren. Das mache ich normalerweise nicht, aber hier an dem Flughafen, da gibt es so viele geniale Sachen, die ich entdeckt habe. Ich muss dazu einfach mal ein paar Worte verlieren. Zunächst geht der Blick über den Parkplatz mit seinen vielen kleinen Geschichten, die es darauf zu sehen gibt, wie zum Beispiel dieser Schlangenwagen hier im Vordergrund. Einfach herrlich. Dann kann man den Blick langsam über die Eingangshalle rüberwerfen zum Rollfeld. Da habe ich damals schon so gestaunt, wie unfassbar echt das aussieht. Man hat das Gefühl, man steht auf einem echten Rollfeld von einem echten Flughafen, wenn ich die Menschen da wieder bringe. Und hier kommt jetzt ein Moment, wo mir damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, der Mund aufgestellt ist. Da wird tatsächlich ein Flugzeug von einem Pushback-Mann zurückgeschoben. Ich meine, wir sind auf dem Modellflughafen. Wie realistisch ist das denn bitte? Dann wechselt der Wagen das Licht, das heißt, jetzt gehen die Scheinwerfer in die andere Richtung an, die Rücklichter an und der fährt unter dem Flugzeug raus und fährt weg. Irre, einfach irre. Also so etwas als Modellbau zu machen, unfassbar. So, wenn der Wagen dann weg ist, dann beginnt das Flugzeug aus eigener Kraft sich zu bewegen und zwar über die Lane zur eigentlichen Runway und die Lane, die ist dann auch noch jetzt beleuchtet mit grünen Leuchtdioden, sodass man den Weg des Flugzeuges vorher nachverfolgen kann, wie bei einem echten Flughafen. Das ist unfassbar. Heute jetzt unser Flugzeug langsam mal leben. Ich habe gedacht, wir verfolgen mal diesen Flieger jetzt bis zum Start. Übrigens ist das nicht die einzige aktive Lane. Hinten ist gerade gelandeter Flieger. Da leuchtet noch eine mit Leuchtdioden. Der kommt rein. Unserer geht langsam raus. Okay, und jetzt muss er stehen bleiben. Auf der Straße und dann ist jetzt unerwartet lange stehen bleiben. Man hört aber im Hintergrund schon so ein paar Sirenen. Irgendwas hat da wieder Gerrit programmiert. Irgendwo ist wieder ein Feuer ausgebrochen und unser Flugzeug muss warten, bis die Feuerwehrwagen durch sind. Das ist jetzt der Fall. Dann gehen auch die grünen Lampen an der Lane wieder an. Und das Flugzeug kann auf die Taxiway langsam runterfahren zum Start. Jetzt fährt es an uns direkt vorbei. Ich kann leider nicht mitgehen, denn es ist natürlich wie immer voll im Wunderland, gerade am Flughafen, verdientermaßen. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt hier noch ein bisschen aus der Entfernung filmen. Aber da hinten sieht man trotzdem, da ist offensichtlich die Unglücksstelle, ein abgestürzter Flieger, der da brennt und ganz viele Feuerwehrautos dabei. Kein Wunder, dass unser Flieger noch lange warten muss und während er dann schon da steht, um auf die Runway zu kommen, wird es langsam Nacht. Das war jetzt nicht beabsichtigt, denn ich filme leider nur mit einer Handykamera und kann im Grunde nicht ganz so gut aufnehmen, weil die Bilder schnell unscharf. Und wir müssen viel Geduld haben, denn es ist bereits Nacht geworden. Unser Flieger steht immer noch an der Haltelinie zur Runway und kann jetzt erst endlich los. Das ist natürlich auch ein tolles Licht am Meer. Auch da muss er nochmal warten, um mich das Feuer noch aufgehalten zu haben, als er dann endlich startet. Es ist schon auch wieder morgen hellblau. Und dann startet unser Wunderlandflieger. Mach's gut, gute Reise. Ich weiß, du wirst in Kürze wieder auf den Knuffigen antworten. Bis zum nächsten Mal.